Jawohl, Freunde, wir sind wieder zurück hier auf Wolfenstein. Wir haben aber gerade mal das eine Folge von diesem Retro Wolfenstein gemacht. Ja, mit einem sehr verstörten Aufwachen sind wir natürlich jetzt wieder da. Und so ist erstmal die Notiz von Annette. Erster Tag, hab Herrn Kessler gefragt, ob ich für ihn die Augen offen halten soll. Hat eingewilligt, ich schreibe meine Beobachtungen hier auf. Tag 9. Wie langweilig, es passiert rein gar nichts. Ich denke zu viel nach und werde deprimiert. Tag 15. Vor dem Gasthaus patrouillieren jede Menge Soldaten. Einer von ihnen hat nach oben geblickt, aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich vermisse dich. Tag 16. Eine Gruppe von Soldaten und diese Helga kamen vorbei. Sie gehen irgendwo hin, bereiten ihre Fahrzeuge vor. Tag 17. Helga hat die Stadt mit einer Armee verlassen. Wohin? Gute Frage. Tag 19. Ein großer Mann von der Burg kam mit einem Hund vorbei. Sah unheimlich aus. Ah. Wir wissen, wer das war, ne? Tag 21. Herr Kessler hat mich meine Beobachtungen einzustellen. Was? Bat mich. Ach so. Zu gefährlich, meinte er. Die Leute könnten es mitkriegen. Tag 61. Herr Kessler sagte, dass Agenten der Alliierten kommen. Ich muss Vorbereitungen treffen und die Beobachtung wieder aufnehmen. Gut, Tag 21 und 61 ist schon mal ein paar Tage Unterschied. Tag 63. Habe Schlaftabletten aus der Apotheke gestohlen. Ein Soldat hat mich verfolgt. Mein Herz rast. Tag 64. Zwei Soldaten trinken am Tresen, habe ihnen die gestohlenen Schlaftabletten ins Bier gemischt, brachen in der Gasse zusammen. Wir brachten sie nach drinnen und zogen sie aus. Kessler schickte mich nach oben, damit ich die Kleidung zusammenlege und in eine Kiste packe. Wo sind die Soldaten geblieben? Tag 66. Konnte über den unterirdischen See nach draußen gelangen und in die Wälder gehen. Habe die Kiste mit den Klamotten in das Auto auf der Lichtung geladen, wie Herr Kessler es mir sagte. Es tut so gut, wieder die Sonne zu spüren. Das glaube ich. Tag 69. Explosion auf der Burg. Agenten, habe Angst. Bin aber auch aufgeregt. Vielleicht sehe ich dich wieder. Ja, ich weiß es nicht, wen sie wieder sieht. Vielleicht meint sie ihren Papa, vielleicht meint sie aber auch ihre Mutter, aber die ist ja gestorben. War ja nicht noch eine Rüstung und die haben wir auch fälschlicherweise aufgesammelt. Heftig, aber dann legst du dich ins Bett und dann denkst du, ja, ne? So, schließt das mal eine Runde? Nein, dann darfst du das mal Wolfenstein Retro zocken. Wie geil, ey! Ja. Jo, gut, dann gehen wir mal nach unten. Ah, hier sind wir reingekommen, genau. Schick, so ein schönes altes Wirtshaus oder eine Vorratskammer eher gesagt. Das ist ein Wohnraum, sieht es ja nicht wirklich aus, aber man weiß ja nie. Okay, die Luke nach draußen, kommen aus dem Fenster. Ja, gut. Wow, wie man da das Schloss im Hintergrund sieht, ey. Nice. So, nochmal hier. Wow. So, mein liebes Mädchen, ne? Gehen wir mal da rein. Ladies first. Annette, wer ist das? Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Er wusste das Passwort. William J. Blaskovich, US-Militär. Ja, ich erkenne Ihre Stimme wieder. Gasthaus. Seit Jahrzehnten kommen die Einwohner von Paderborn in das Gasthaus, um zu essen, zu trinken und sich zu unterhalten. Dabei gehört es einem Journalisten namens Kessler, der vor 4 Jahren hergezogen ist. Wo ist Ihr Freund? Agent One ist tot. Tot? Annette, mein Kind, überprüft die Fenster und versteckt dich dann unten in der Höhle. Ja, Herr Kessler.
Was ist los? Ich sehe nichts. Was ist hier los? Redet mit mir! Okay, Munition, Heilkäst, das heißt. Kommt einer weg? Ich muss sie nach unten bringen. Du musst für Kessler die Luke zum Keller öffnen. Dann kann er Annettes Wunde verarzten. Ach du Scheiße. Ja, wo ist die denn? Öffnen Sie die Falltür. Ja, okay. Oh, so, komm, beweg dich. Erledigen Sie die Schweine, Agent Blazkowicz. Töten Sie alle! Dürfen wir nicht mitkommen? Los, runter mit dir, Annette. Na komm, schon mach schon. Beweg doch. Schließen Sie diese Tür ab. Und erst öffnen, wenn ich es sage. Oh. Nein! Das geht schon wieder los. Ich hasse dich mehr. Ach, seh mal. Hier, scharfe Schluss. Öffnen. Okay, alles klar. Junge.
Ja, wäre mal gut gewesen, dann hätten wir die. So, ja, genau. Das nehmen wir nochmal mit hier. Schau mal hier. Sehr schön, gut. Ah ja, so ein leckeres Steak, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ja, ich habe noch nichts gefrühstückt, Mensch. Wird aber gleich mal Zeit hier. Machen wir nach der Aufnahme dann mal. Ganz sicher. Warte mal. Plan ist auch. Jetzt haben wir voll. Ja. Alles klar. Die Kerle sind tot. Oh, sie können. Amerikaner! Ist schon gut. Was? Wow. Ah! Ah, geh weg! Ah, Kanonenboot! Da bin ich tot. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wie kriege ich den Penner denn kaputt, Mann? Okay, jetzt geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Alles klar. Die Kerle sind tot. Nein. Sie können. Amerikaner! Ist schon gut. Thank you.
halt nicht mehr das Fest. Kann uns denn da nicht treffen, Alter. Gibt's doch nicht. Das ist doch. 260.